herzlich willkommen zurück hier bei Far Cry 5. Was haben wir denn hier? Chet Wolonski. Da ist ein Feuerzeug und ein anderes Ding, was man sammeln kann. Was war denn das eben gerade auf der Karte? Achso, Spielfreunde. War nicht süchtig, sah nur so komisch aus. Okay. Ne, gehen wir erstmal dahin und sammeln die beiden Sachen ein. Hab ich's markiert. Da. Okay, gehen wir dahin. Bräuchte noch mal wieder MP-Munition. Dann haben wir gerade keine. Na, zum Glück haben wir eine Schrotflinte und das Scharfschützengewehr und den Granatwerfer. Damit sollten wir ja trotzdem Kills machen können. So. Letztes Mal hatten wir ja ein paar Tiere gekillt. Müssten wir immer noch mehr machen. Was haben wir denn jetzt eigentlich an Vorteilspunkten? 5 Stück. Vielleicht doch das Sabotieren und so mal erhöhen. Ja, komm. Kann man sicher gebrauchen. So. Elliot House. Hier soll es Feuerzeug und ein Comic geben. Vietnam-Feuerzeug und ein Comic. Also hier haben wir schon mal einen geheimen Bunker. Verschlossen, Schlüssel benötigt. Willst du mich verarschen? Und dahinter ist das Feuerzeug. Alter. Okay. Hier irgendwo in dem Kackhaus dieser Schlüssel. Da was zum Lesen. Also hast du diese Irren jetzt getötet oder nicht? Oh. Nee, ich will ihn nicht nehmen. Kann mich jemand hören? Nein, dich kann niemand hören. Okay, da müssen wir irgendwie noch hinkommen. Also wir müssen irgendwie hochkommen. Und da oben reinkommen. Alter, hat er sich Fort Knox gebaut oder? Läuft so ein Kackradio, Mann. Das Radio. Ah, das Comic haben wir. Oder den Comic haben wir schon mal. Brauchen wir nur noch den Schlüssel. Der hier hoffentlich irgendwo ist. Oder gehofft, dass der hier irgendwo ist. Ah, das kann doch nicht wahr sein. Muss der da irgendwo sein oder bin ich zu blöd dazu? So. Oh Gott. Fast niesen. Okay, Verstärkung ist auf dem Weg. Sollte jede Minute da sein. Okay. Alles klar. Sollte bereits da sein. Du weißt, dass ich dich finde. Ja, such mich mal. Mal gucken, was du findest. Scheiße. Wollte ihn ganz geil von oben killen. Was haben die denn alle keinen Schalldämpfer? Mein Gott. Was müssen die denn so laut immer rumballern? Geht auch leise. Hehe. Alter, was hier an Geld rumlag. Wow.
Oh, gerade den Erfolg extra Crafting gekriegt. So, das kann man dann noch mitnehmen. Das kann man das noch mitnehmen. Das noch mitnehmen. Sehr schön. Drei Vorteilspunkte erhalten. Für was? Manchmal frage ich mich, wofür man Vorteilspunkte kriegt. Spare mal darauf. So. Weltkarte. Bewaffneter Bergkonvoi, zerstöre Jacobs Helikopter. Ja. Was könnte man da mal machen? Oder Chad Wolanski. Obwohl der Konvoi, der fliegt ja umher. Wenn ich aber zum Beispiel mir den hole und dann sage, ich hole mir den fliegenden Konvoi, sollte das ja klappen. Das kleine hat immer irgendwo ist. Ich bringe die Kacke zum Dampfen. Also ja. Im positiven Sinn. Oh, sorry. Da bitte. Also zum Wegpunkt, sehr schön. Alter, bitte komm auf der Straße, Mann. Wo fährt er denn hin, Mann? Steig ab, Junge! Da fliegen sie! Na, wen haben wir denn da? Arschbeine, ich weiß, ihr seid voller Pancakes, aber ihr müsst rennen! Jetzt geht's rund! Ich hab sie zuerst gesehen! Shit, Mann, wo fliegen die denn bitte hin? Na gut, geht du darum, ich fahre mal auf die andere Seite, damit ich näher an die rankomme. Alter, wie weit? Wie schnell die abhauen? Ich falle mal wieder ohne Grund irgendwo hin, ey. Ein Hammer. Das große Problem ist, die echt damit zu treffen, ey. Und der zweite ist down. Ja, Mann. Alter, wo will der Heli hin? Willst du mich verarschen, Mann? Okay, ich hole mir jetzt einen Heli und dann hole ich den einfach aus der Luft. Ich hoffe, der ist jetzt nicht komplett woanders dadurch.
So. Ich habe mir nur neue Mission schon mal von denen abholen. Wo warst du? Ich habe versucht, dich zu erreichen. Ich habe eine Aufgabe für dich. Okay. Erinnerst du dich ans Grandview Hotel? Das Drecksloch, aus dem wir dich geholt haben? Du musst wieder hin. Jacob hat sich ein Whitetail namens Briggs geschnappt und versucht, ihm das Hirn weich zu kochen, so wie dir. Er hofft wohl, dass Briggs die Wolfstan verrät. Ich glaube nicht, dass er so lange durchhält wie du. Und wenn er unsere Position verrät, war's das. Also müssen wir schnell sein. Einige hier glauben, dass es das Schlauste wäre, ihn einfach zu töten. Aber wenn wir anfangen, unsere eigenen Leute zu töten, um uns selbst zu retten, das sind wir mies. Nicht besser als Jacob. Da mache ich nicht mit. Das stimmt. Stattdessen machen wir Folgendes. Uidi hat ein kleines Dekonditionierungspaket zusammengemischt. Haben wir auch bei dir genutzt. Tausche es einfach gegen das Band aus, das in Briggs Raum läuft. Und dann werden wir sehen, was passiert. Jawohl. Wenn alles glatt läuft, kommt unser Junge wieder zurück zur Erde. Okay. Wenn nicht, das entscheiden wir, wenn es soweit ist. Okay. Dachte schon, du kommst nicht mehr. Aber du steckst wohl voller Überraschungen. Oh, diese Petze hier war für die Sicherheit im Chalet verantwortlich. Zu unserem Glück war er nicht besonders gut in seinem Job und ist in meinem Planschbecken gelandet. Sieht so aus, als würden hier die Auserwählten ausgebildet. Wenn du sie mal in Aktion gesehen hast, weißt du, wie unbarmherzig sie sind. Hast du eine Ahnung, womit Jacob sie trainieren lässt? Mit lebendigen Zielen. Das soll ihm die Angst vorm ersten Mal töten nehmen. Diese Arschlöcher achten kein Leben, das nicht in ihrer Sekte ist. Und sie müssen erledigt werden, wie die Hunde, die sie sind. Also gehst du zum Chalet, tötest jeden Auserwählten, den du siehst, und legst überall in dem Gebäude Sprengstoff. Und dann sehen wir zu, wie das ganze verdammte Drecksding zu einem glühenden Aschehaufen wird. Okay. Wie klingt das? Gut. Befrei dich. Räumungsbefehl. Schön. Bisschen Beute gemacht. Jawohl. Ups. Bewaffneter Konvoi und danach befreie dich. Willst du auch einsteigen? Was wird lustig? Spiel nicht. Ich sehe was, was du nicht siehst. Okay, ich sehe was du nicht siehst und das ist ein Heli. Ich hab eher das da im Visier. Den einen Heli, den ich nicht gekriegt habe von seinem blöden Konvoi. Das ist auch gleich das Hotel. Vor allem sind es jetzt schon wieder drei Helis. Willst du mich verarschen? Alter, nein! Vorsicht, da sind Böse unterwegs! Cool, ich hab das im Griff! Psst, Herc ist unterwegs! Mann, da hätte ich fast den Konvoi gehabt. Nein, befrei dich. Das ist doch wieder echt zum Mäusemelken, Mann.
bleiben, amigo. Jo. Ich brauche eh nicht. Ruf bald mal an. Jo. Du bist nah dran. Sei bloß leise da drin. Wir wollen nicht, dass Briggs verletzt wird. Nur zur Info. Ich habe keine Kameras im Gebäude. Denk dran. Sobald du drin bist, tausch das Band aus und lass die Deprogrammierung laufen. Kills mit Wurfmessern, sehr schön. Was müssen wir eigentlich noch für Kills machen? Außer Ketten-Takedowns von unten und von oben. Unten, oben, Sabotage-Kills, Molotov. Kills per Pistolen-Takedown. Was ist denn dieses Das ist Peru, Mann. Alter, wie sollte ich ihn beschützen, Alter? Ey, da hatte ich ja gar keine Chance. Jetzt. Ja.
Um See. Oh Gott. Ich sehe die vom See noch nicht. Shit! Hör auf! Scheiße, der Konvoi oder was? Fuck! Wo ist dieser Scharfschütze? Hä, was machst du? Alter, was hat der gemacht? Der stand auf der Stelle, ich konnte nicht laufen, ich konnte nicht das Feuer löschen, ich konnte gar nichts tun. Wie affig war denn das? Hier geht so, gemacht, Alter, was für ein Lappen. Sichere das Gebiet. Alter, leck mich. Tut mir leid, Leute, das war's von dieser Folge. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst mir ein Like da, kommentiert, was ich verbessern kann, abonniert mich, damit ihr auf dem neuesten Stand bleibt. Bis dann, haut rein!